Hallo und herzlich willkommen zum neuen Screencast von mir, dem Tim von The Runner Tim. Heute gibt es ein 3-in-1-Tutorial von mir. Und zwar alles um Camtasia Studio, womit ich mich im Moment sehr hart beschäftige. Das erste ist nur eine kleine Sache. Und zwar, wenn wir jetzt ein Video haben und es dann importieren, nehmen wir jetzt mal dieses hier. Können wir das in die Timeline ziehen und können dann hier die Größe einstellen. Seit kurzem weiß ich, dass man das auch im gleichen HD machen kann. Und dann geht das in, dann ist es in HD und ja, das finde ich ganz cool. Und jetzt sind meine Videos auch in HD, weil ich die immer render und natürlich das Wasserzeichen einfüge. Und dazu kommen wir jetzt, wie man ein Wasserzeichen einfügt. Wir nehmen uns einfach das Video, das wir haben wollen, und ein schönes Bild. Ich benutze immer meinen Pick, wie immer, und ziehen das. Nein, erst müssen wir hier bei Spuren einstellen, Spur für PEP hinzufügen, den Haken reinmachen. Und dann haben wir das des Fensters unnütz und dann ziehen wir das auf die Länge des Videos. Ja, wenn wir einen Doppelklick hier auf dieses Bild machen oder diese PEP, können wir hier die Deckkraft, den Rahmen einfügen, was ich aber ein bisschen hässlich finde, Schatten hinzufügen und so weiter. Aber ich benutze eigentlich nur die Größenverstellung und die Deckkraft, denn die Deckkraft ist auch wichtig, weil dahinter soll es ja nicht alles verdecken. Also stelle ich immer auf 70 oder 75%. Ah. Ja, so. Und dann hier würde ich noch hinzufügen Pip Video ein- und ausschalten. Ausblenden meine ich. Klicken wir auf OK und gehen nach vorne. Dann sehen wir, dann wird das hier so schön eingeblendet. Das finde ich auch immer sehr schön. Und dann sind wir schon fertig mit dem Wasserzeichen. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Das zeige ich jetzt einfach mit diesem Video, obwohl das eigentlich nicht damit machbar ist oder machbar sollte, bla bla bla. Nämlich einbauen, dass bei 4:3 Videos oder kleineren oder irgendwelchen Videos, die nicht 16:9 sind, die schwarzen Balken zu entfernen. Und dazu geht man auf Zoom und Schwenkeinstellungen und dann geht man erstmal hier runter, klickt auf Erweitern, das müsste bei euch zu sein, auf runter und diese Seitenverhältnisse beibehalten, wegklicken. Dann können wir jetzt ganz einfach diesen grünen Kasten hier verschieben, wenn es mal gehen würde. So, dann hat man nur diesen Teil. Und das kann man dann in verschiedenen Teilen. Eigentlich ist es wichtig, dass das am Anfang des Videos ist. Denn sonst wird es dann irgendwie rangezoomt mittendrin und es ist dann wieder weiter weg. Also es muss vorne passieren und am Ende glaube ich auch noch. Und dann könnt ihr das einstellen. Ihr könnt auch so einstellen, dass... wie ging das jetzt? Genau, dass halt die Taskleiste weg ist oben bei euch. Das machen viele so, damit man das nicht sieht, was da gerade auf ist. Und ja, das war mein 3-in-1-Tutorial. Und ja, ich hoffe, er hat euch was gebracht. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.